Problem ist, wenn wir glauben, dass wir unsere Familienprobleme möglichst einmal im Jahr sortieren sollten. Das ist ja schon genau der Druck, der auf dem Weihnachtsfest und vielen anderen solchen Festen lastet. Weihnachten steht vor der Tür. Mein Mann und ich diskutieren, wo wir dieses Jahr Weihnachten feiern. Jede unserer Familien möchte gerne, dass wir zu Hause unterm Weihnachtsbaum sitzen. Darf ich jetzt meinen Eltern absagen und sagen, ich komme dieses Jahr nicht? Natürlich. Die Frage, wo man sich aufhält und mit wem man Weihnachten verbringt, ist ja ohnehin immer irgendeine schwierige. Da gibt es keine allgemeine ethische Regel. Ja, aber meine Familie wartet zu Hause, hat uns in der Kindheit jedes Jahr schöne Weihnachten geschenkt und am Weihnachtsbaum. Und jetzt sage ich ab. Ja, aber man hat ja auch früher, als man 2 und 3 war, vielleicht mit seinen Eltern gekuschelt. Und als man dann 16 wurde, ist man in die Disco gegangen. Und als man 22 wurde, ist man ausgezogen. Weihnachten ist ein Fest der Familie, man wartet auf die Familie, man freut sich, dass man wenigstens einmal im Jahr miteinander Zeit verbringt. Ja, das Problem ist, wenn wir glauben, dass wir unsere Familienprobleme möglichst einmal im Jahr sortieren sollten. Das ist ja schon genau der Druck, der auf dem Weihnachtsfest und vielen anderen solchen Festen lastet. Deswegen ist es ja auch traditionell so, dass es eigentlich zumindest viele Feiertage gibt, die diese Funktion haben sollten. Genauer sollte man sich um seine Familie immer kümmern und nicht nur an einem besonderen Tag. Wenn jetzt meine Mama alleinerziehend wäre oder eben ganz alleine an Weihnachten verbringen müsste, dann hätte ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihr absagen würde. Ja, aber man kann sie ja zu sich nach Hause einladen. Man muss sie ja nicht alleine unter dem Weihnachtsbaum sitzen lassen und traurig sein lassen, sondern man kann ja das zurückgeben, was man erhalten hat, von zum Beispiel der alleinerziehenden Mutter, indem man sie dann in die eigene Familie später so integriert, wie sie es verdient. Ja, aber Weihnachten war halt immer schon so. Das ist eine lange Tradition. Das feiert man halt immer an dem Ort der Ursprungsfamilie. Das ist dann etwas, was die alleinerziehende Mutter irgendwann lernen muss. Die alleinerziehende Mutter muss, was viel schwieriger ist, weil man so viel investiert hat und eine andere Beziehung zu dem Kind hat, muss aber irgendwann auch lernen, loszulassen. Das heißt, das Kind in die weite Welt hinausziehen zu lassen und es dennoch weiterhin zu begleiten. Das ist ja die Kunst aller Erziehung, wie es gelingt, in einer Beziehung zu jemand anderem zu stehen, die sich auch verändern kann. Das ist ja Erziehung, loslassen können auf die richtige Weise. Das Kind umgekehrt kann wiederum ethisch verpflichtet sein, sich darum zu kümmern, dass der Elternteil nicht unter Einsamkeit leidet und dann entsprechend einfach die Mutter zum Beispiel zur neuen Familie einladen. Veränderung lässt sich eben nicht aufhalten und dann muss man auch mit ihr umzugehen lernen.